Moin, Janis hier und ich spiele mal wieder Blitz. Dachte ich zumindest. Direkt mal in der ersten Sekunde abgebrochen von White Mamba. Da spiele ich nach so langer Zeit mal wieder für euch sichtbar eine Partie. Und dann das. Ich wollte einen neuen Gegner. Ich glaube, dass mit White Mamba nichts zu holen ist. Ja, jetzt habe ich schwarz. Das wird wahrscheinlich der Hintergedanke gewesen sein, dass jemand da keine Lust hatte, mit schwarz zu spielen. Kenne ich übrigens auch aus meinem Schachkreis, sage ich mal, dass es Leute gibt, die einfach sich nicht damit anfreunden wollen, mit den schwarzen Figuren zu spielen. Vielleicht so eine Art Kontrollverlust oder das Gefühl, man hätte da einen erheblichen Nachteil. Nach wie vor ist es ja so, dass auf höchstem Niveau die weißen Steine ein leichter Vorteil sind. Wenn man sich also die Großmeisterpartien anguckt, dann ist die Quote da schon zugunsten von Weiß. Versuchen wir hier ein bisschen Ideen ins Werk zu setzen, aber auf unserem Niveau ist das wirklich nicht der entscheidende Vorteil. Keiner von uns hat ein Eröffnungsrepertoire, das bis in den 15. Zug geht in allen Varianten. Keiner von uns spielt in der Regel den Top-Computerzug. Und deswegen ist dann der marginale Vorteil, Weiß zu haben, unser geringstes Problem, um es mal so deutlich zu sagen. Ja, der Bauer hier ist ein bisschen in Gefahr. Aber sollte eigentlich noch okay sein, 1,37 Zeit. Und vielleicht sollte ich, ne, ich wollte den Ton anmachen, damit wir hier erstens die Züge mitkriegen, vor allem aber auch Zeitnot. Sonst spiele ich mich wieder in Probleme, die ich dann zu spät bemerke. Ah, der Bauer könnte hängen. Eventuell kann er hier schlagen, weil ich keinen Abzugsschach habe. Und meine eigene Dame ungedeckt ist, das heißt, ich kann die auch nicht so einfach rausnehmen. Das macht allerdings Funny Like a Clown nicht. Und jetzt deckt die Dame den Bauer auf C6 wieder. Ist auch doppelt gedeckt, soweit alles gut. Vielleicht will ich mir aber die Möglichkeit schaffen, hier nochmal eine Deckung nachzulegen. Er kann jetzt vermutlich hier schlagen, genau. Und kann dann versuchen, hier den Bauern rauszunehmen. Versuchen das mal so. Ah, Grundreihe ist ein bisschen schwach. Das ist ein Problem, da muss ich mich drum kümmern. Irgendwo ein Luftloch, wahrscheinlich so. Und dann muss der König aktiver gestellt werden. Da sind wir uns offensichtlich beide einig. Auch Funny Like a Clown hat das als Ziel ausgerufen. Bringt den König auf Position. Und nun, vielleicht ist es Zeit, die Bauern ein bisschen zu aktivieren. Er kann halt hier mit dem König einen schlagen. Und ich versuche jetzt mal den Turm, der ja zusätzlich noch von den Bauern hier gedeckt ist, auf D4 ja, zu lösen quasi, um dann so Tricks zu haben wie Turm B8. Ich denke, geben wir erstmal Schach, bringen ihn damit in eine ungünstigere Position. Mehrere Figuren stehen vor dem gefährlichen Bauern hier auf der A-Linie. Und ich habe meinerseits hier die Truhen, die auch Freibauern erzeugen würden. Fangen wir damit mal an. Und will ich hier lieber einen Schach geben? Ja, vielleicht schon. 19 Sekunden Rest.
Droht den Turm abzuholen. Ich habe ein bisschen Zeitproblem. Ah, okay, Free Move. Dann herzlichen Glückwunsch an Funny Like a Clown. Vielen Dank euch fürs Zugucken, wie immer fürs dabei sein, mitleiden und ja, jetzt brauche ich wieder motivierende Worte. Nein, Spaß. Daumen nach oben reicht mir. Oder ein Abo dalassen, falls ihr noch nicht Manyways Abonnenten seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.